Was hat Sie denn dazu gebracht, zu erwarten, dass für den 9. Oktober nicht nur eine Demonstration ansteht? Das war klar, es gibt ja die Friedensgebete. Und nachdem es am 2. Oktober schon sehr viele war, würde man auch wieder sehr viele Leute erwarten. Aber was hat Sie speziell dazu gebracht, eine Eskalation zu erwarten? Hatten Sie bestimmte Informationen darüber? Das war ein ganz diffuses Gefühl, was alle Leipziger eigentlich erfasst hatte. Jeder wusste irgendwas. Und dazu kam natürlich dann noch durch die Gerüchtemaschinerie die Verdopplung wahrscheinlich am Ende raus, ne? Aber es wusste also nahezu jeder irgendwie was. Blutkonserven sind also irgendwo eingelagert worden. Die Dienste des medizinischen Personals. Man sah die Militärfahrzeuge natürlich. Also man brauchte da wirklich nicht weit zu gucken. Es war eine bleierne Stille, eine lähmende Stille in der Stadt, eine, die dann wiederum von den Kraftfahrzeugen lediglich unterbrochen wurden. Man hatte das Gefühl, irgendwie spitzt sich alles auf diesen 9. Oktober zu. Und insofern muss ich sagen, es war eine Atmosphäre, die einfach gezeichnet war von unglaublicher Angst. Es kann sich jetzt an diesem Tag, die nach dem 2. Oktober wird es eine Entscheidung geben. Werden die das sich nochmal angucken? Werden die nochmal dazugucken, dass Leute hier über den Ring marschieren, tausende Menschen? Oder werden die jetzt sagen, also jetzt müssen, das war ja klar, jetzt mussten sie eingreifen. Wenn, dann hätten sie nur an dem 9. Oktober eingreifen können, denn sonst war es klar, dass es immer mehr werden. Das war irgendwie logisch. Also dieser Tag war klar, es werden vermutlich mehr kommen und die Partei wird jetzt zeigen, ob sie sich das noch gefallen lassen oder eingreifen. Also das war eigentlich allen Menschen klar und ich muss auch immer wieder sagen, die Leute waren so mutig an diesem Tag, dass sie, obwohl sie genau wussten, es kann zu einer ganz gefährlichen Situation kommen, dass sie gesagt haben, und ich gehe hin, ich muss hingehen. Ich sage immer, die einfache Verkäuferin, die sich da eine Faustan hintergeschlenkert hat und gesagt hat, und wenn ich auch sehr aufgeregt bin und Angst habe, ich muss hingehen, sonst ändert sich nie was. Wenn ich jetzt nicht gehe, wird es so bleiben für alle Zeiten.